Herzlich willkommen. Geil. Dass du wieder mit am Start bist. Eine weitere Ausgabe von Gothic 2, die Rückkehr. Ja, Plan ist klar. Wir werden jetzt nochmal ins Kloster gehen, weil wir dort von Neoras eventuell ein krankes Rezept bekommen können für einen Trank, der die Menschlichkeit beeinflusst. Oder die menschliche Psyche beeinflusst. Und da vorne haben wir einige Wölfe. Das sind wirklich einige viele. Ich denke, da werde ich einfach mal reinbrutzeln müssen. So einmal Brutzler Wiesenhof. Ihr wisst schon, so mäßig. Das ist die Mörderwolf-Gruppe. Ich verstehe. Das besagte Mörderwolf-Gruppe ist das. Okay, sind alle tot. Diese Gruppe mit den Mörderwölfen. Ich verstehe. Die hatte ich auch noch gesucht. Hier ist er also gewesen. Cool. Sind jetzt alle tot, ne? Das war, glaube ich, so eine Quest von den Jägern. Ah, ja, da drüben sind noch ein paar. Witzigerweise sind die gar nicht drauf aufmerksam geworden. Okay. Ging tatsächlich etwas einfacher als erwartet. Warte mal, was ist denn diese Hausruine? Das muss ich jetzt gleich nochmal kontrollieren. Nee. Warum sollte da auch was drin sein? Ich meine, die Bude ist ausgebrannt. Kisten oder ähnliches werden ja logischerweise mit verbrannt. Samt Inhalt. Okay, ich habe also die Mörderwolf-Gruppe gefunden und ausgeschaltet, aber es gab jetzt keinen Tagebucheintrag, von daher gehe ich davon aus, dass es das jetzt hier noch nicht war. Sondern dass es da in der Sache noch irgendwie weitergehen wird. Nun denn. So gehen wir erst einmal zum Kloster. Ich habe, das muss ich noch kurz erzählen, beim Nachspielen, schaut euch die letzte Folge nochmal an, da ist mir was super Peinliches passiert. ich habe beim Nachspielen festgestellt, dass ich von Palan nicht angesprochen wurde bezüglich dieser 750 Goldstücke. Und ich habe beim Nachspielen, muss ich kurz dazu sagen, frecherweise, den Hammer geklaut und habe mich wegteleportiert. Und hab Darvik quasi nicht eingeschläfert, sondern der hat das mitbekommen. Das heißt, Palan wird mich jetzt nochmal anlabern wegen Diebstahl oder irgendwelcher Verbrechen halt im Kloster und die Strafe wird jetzt mehr als 750 Goldstücke betragen. Ich nehme an, 2000 Goldstücke. Aber dafür kannst du unseren Hammer behalten. So ungefähr nach dem Motto. Ja, mal gucken. Vielleicht lässt mich aber auch Pedro gar nicht erst ins Kloster. Aber ich habe ja immer noch den Schlüssel, also ich kann ja einfach rein, theoretisch. So, und ich muss zu Neoras. Aber ich werde einfach Palan aus dem Weg gehen. So ein Fiesling bin ich. Ich habe auch hier die Gemächer geplündert, so wie ich es auch beim normalen Let's Play gemacht habe. Also, das ist alles korrekt abgelaufen. Habe mir den Trank umwandeln lassen. Und jetzt bin ich aber gespannt, ob Neoras mir bei dem Rezept weiterhelfen kann. Bitte, 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 bitte. Bitte, danke. Ich suche das Rezept eines sehr interessanten Tranks. Tatsächlich... Was für ein Trank soll das sein? Man sagt, der Trank kann auf eine gewisse Weise das menschliche Bewusstsein beeinflussen. Hast du schon was davon gehört? Und warum interessiert sich ein Mensch wie du für diesen Trank? Okay, also er hat das Rezept. Okay, was antwortet man da jetzt darauf? Ich möchte mehr über den Trank herausfinden. Du bist also auf der Suche nach Wissen. Gut, okay. Ich bin bereit. Meine gute Antwort. Zu teilen. Ich habe von diesem Elixier gehört und es verfügt in der Tat über wirklich ungewöhnliche alchemistische Eigenschaften. Die Beeinflussung des Bewusstseins ist nur eine von ihnen. Darüber hinaus können sich die Eigenschaften von Zeit zu Zeit in unvorhersehbarer Weise verändern. Ich muss auch sagen, dass die Herstellung dieses Trankes eine recht komplizierte Prozedur ist, mit der nur ein sehr erfahrener Alchemisten zurechtkommen wird. Außerdem benötigt man für die Trankherstellung einige äußerst seltene Zutaten. Hast du also das Rezept? Nein, natürlich nicht. Ich sagte, ich habe von diesem Elixier gehört, aber nicht, dass ich darüber verfüge. Wer könnte mir das Brauen dieses Trankes beibringen? Keine Ahnung.
In der Stadt leben viele Alchemisten. Vielleicht kann dir einer von ihnen mehr darüber erzählen. Und nun beenden wir dieses Gespräch. Meine Forschung lässt mir keine Zeit für törichtes Geschwätz. Also entweder hat er geblufft. Hey. Warum erfahre ich das jetzt erst? Ich bin so dumm, Alter. Ein Trank, der das menschliche Bewusstsein verändert. Welcher Alchemist in der Stadt beschäftigt sich bitte mit der Beeinflussung des menschlichen Bewusstseins? Da kommt nur einer in Frage. Oh Gott. Warum bin ich da nicht schon eher drauf gekommen? Ja, danke. Warum hast du es mir nicht eher gesagt, Milton, ey? Oh Mann, ey. Ich bin so durch. Lol. Ja, okay. Also auf zu Ignaz. Oh Mann. Ich meine, der ist doch der Alchemist, der mir extra auch die Sache mit der Vergessensspruchrolle und allem Pipapo und so. Also wenn ich dort das Rezept bei dem nicht finde, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann kann es entweder nur noch Constantino sein oder das Rezept besitzt niemand, sondern ich muss es irgendwo finden. Warum liegt hier ein ungelooteter Scavenger? Das frage ich mich ja. Gerade. Okay, also lass mal kurz durchgehen. Wir haben die Zustimmung von Balorun. Wir haben die Zustimmung von Baal Namib. Wir brauchen nur noch die Zustimmung von Baal Kadar und Baal Thyon. Also zwei Zustimmungen benötigen wir noch. Wenn ich jetzt nicht jemanden vergessen habe. Aber eigentlich müssten es nur jetzt die zwei sein. Ach ja, Baal Parvis haben wir auch schon die Zustimmung. Also es sind fünf Gurus, davon haben wir schon drei Zustimmungen. Zwei brauchen wir noch. Zwei brauchen wir noch. Vor allem muss ich jetzt noch einen Sammlertrupp finden. Ich muss noch einen Sammlertrupp finden. Ich muss mir jetzt mal vors innere Auge einmal die Karte von Kurines mal kurz vorstellen. Im Nordosten. Im Nordosten von Kurines könnte auch noch ein Sammlertrupp sein. Weil das ist so die Region, die Gegend, wo eigentlich keiner ist. Gohanes ist halt hier im Ostwald, aber nah an der Grenze zum nordöstlichen Teil von Kurines. Aber im nordöstlichen Teil selber, also dort, wo das Pyramidental ist in der Nähe, dort habe ich keinen Trupp gesehen. Bleibt abzuwarten, ob ich dort noch einen finde. Aber das wäre schon possible. Das wäre schon echt possible. Le possible. Ich wollte heute eigentlich noch Warcraft 3 aufnehmen, aber ich glaube, das mache ich jetzt doch morgen erst. Naja. Aber apropos Warcraft 3, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei meinem Warcraft 3 mal einen Blick reinwerfen würdet. Ein cooles Spiel. Und der ein oder andere, der mit Gothic aufgewachsen ist, wird sicherlich Warcraft auch ein Begriff sein. So, genug der Eigenwerbung. Jetzt aber erstmal. Ich könnte aber auch nochmal mit Zuris darüber reden, vielleicht. Er sollte lieber den Mund halten. Ja, ich halte lieber den Mund und gehe lieber direkt zu Ignaz. Ja, interessant. Sieht das anders? Also wenn der den Trank nicht hat, soll ich mich denn nicht alles kümmern? Wer soll den dann haben? Warte mal, es gibt noch einen Alchemisten bei den Wassermagiern. Riordian. Riordian wäre auch noch eine Option. Stimmt, den habe ich ganz und gar vergessen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber das ist eine weite Reise bis dahin. Ja gut, was heißt weite Reise? Das schafft man in der Folge, aber trotzdem. Aber meine Hoffnungen liegen jetzt erstmal voll und ganz auf Ignaz. Wenn es der nicht hat, dann könnte es Constantino Zuris oder Riordian noch sein. So, du musst doch was damit zu tun haben. Ist jetzt nicht dein fucking Ernst, Alter. Lehre mich die Kunst der Alchemie. Was willst du wissen? Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst. Zeig mir. Wieso hat er keine Ware? Oh Gott, was habe ich angestellt? Ich habe keine Ahnung. Okay, interessant. Scheiße. Was steht denn in der Questbeschreibung? Muss ich kurz. Baal Thyon interessiert sich für ein sehr ungewöhnliches Elixier. Er sagte, einer der Alchemisten in Kurines. Kurines weiß, wie man diesen Trank zubereitet. Das hat er nie gesagt.
Hat bestimmt ein entsprechendes Rezept, wenn ich dazu schon. Er hat niemals davon gesprochen, dass es in der Stadt Kurines einen Alchemisten gibt. Oder er meint mit Kurines halt wirklich die ganze fucking Insel. Okay, habe ich schon ein Klarschiff gemacht. Oh Gott, wenn es Ignaz nicht ist. Aber das wäre doch so offensichtlich gewesen, weil ein Trank, der das menschliche Bewusstsein verändert, und Ignaz ist eigentlich der Einzige, der hier wirklich mit menschlichem Bewusstsein, bewusstseinsverändernden Experimenten rumhantiert. Veränderung des menschlichen Geistes und so. Eigentlich hat Konstantino damit recht wenig zu tun. Also bei Konstantino sehe ich mich da jetzt, was das Thema angeht, ehrlich gesagt weniger. Mal gucken, was der dazu sagt. Hey, du. Ich bin auf der Suche nach neuen Rezepturen für Tränke. Hast du bereits Erfahrung mit der Alchemie? Ja, habe ich. Und du lebst noch. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Ich denke, ich kann dir einige Rezepturen verraten. Es kommt natürlich darauf an, was du wissen willst. Ah, er kann mir jetzt wahrscheinlich das Stärke-Elixier beibringen. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Ja, Elixier der Stärke kann er mir beibringen. Geil, merke ich mir vor. Zeig mir deine Ware. Ah. Sind diese Bücher vielleicht die Lösung? Dennis ist heil. Und so soll es sein. Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Land Adanus. Nee, ich glaube nicht, dass die Lösung dazu sind, weil, ganz ehrlich, es handelt sich ja hierbei um eine Quest. Und da müsste es eine Dialogoption oder sowas davon geben. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels. Aber Neoras hat mich doch aktiv in die Stadt geschickt und hat gesagt, da gibt es viele Alchemisten. Und ich soll doch mal rumfragen. Aber die Alchemisten, die ich jetzt hier kenne, die haben nichts dazu zu sagen. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Jetzt frage ich mich natürlich, sind die Bücher die Lösung dafür? Die Rezepturenbücher? Der erzähle ich gar nichts mehr. Wirklich? Das ist ja interessant. Na gut, pass das auf, ich kaufe die jetzt mal und werfe da mal einen Blick rein. Und wenn das Rezept da quasi für drin steht, dann müsste es ja einen Tagebucheintrag geben. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich die Bücher jetzt kaufe und damit zu Türen gehe, dann wird mir das nichts bringen. Weil das Safe Call nicht das Rezept aber da drin Adanus ist. Fürchtete sich vor dem Tag, wette ich mit euch. Das Tier auf das Land zurückkehren würde. Ich wette mit euch, dass die Bücher nicht die Lösung dafür sind, sondern dass ich dafür zu Riordian muss. Hey. Ich bin mir fast sicher. Weil Sagitta sagt ja auch sowas wie entferntes Versteck oder irgendwie sowas. Besonderer Schutz, bla, bli, blub, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass die Rezepturenbücher das einfach nicht sind. Hört ihr Bewohner von Kurinis, auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Weil das könnte es auch gewesen sein. Hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines Orkangriffs entsprechend vorzubereiten. Jeder hat sich ab sofort in den Fertigkeiten des Kampfes zu üben und sich angemessen zu bewaffnen. Und alles, was Innos erschuf, wurde von Velia zerstört. Adanos aber sah, dass das nicht sein konnte. Kein Licht und keine Dunkelheit. Nee. Ja, die Bücher bringen zwar gute Erfahrungspunkte und so, aber das hilft mir nicht weiter. Gibt's noch andere Alchemisten in der Stadt? Salandrill! Salandrill gibt's doch noch! Oh Gott, die Lags, Alter. Salandrill gibt's doch noch. Stimmt. Ja, und wenn der's nicht ist, dann kann's ja eigentlich nur noch Riordian sein. Wir können nur abwarten. Oh Mann. Da muss ich echt eine weite Reise auf mich nehmen. Aber das würde mich nicht wundern, wenn's der Fall wäre. Der Salandrill kann's eigentlich nur sein.
das nicht sieht, kann ich ihm auch. Warte mal, wenn ich jetzt einmal hier bin, kann ich gleich mal zu Lutero. Ich meine, ich habe die Weinlieferung ja am Kloster abgegeben. Die kann ich Lutero quasi gleich abgeben. Mache ich aber auf dem Rückweg. Der trägt jetzt mein altes Schwert, weil ich dem das verkauft habe. Nice. Das interessiert mich nicht. Ich hab so alles gehört. Mann! Scheiße. Zeig mir das. Ich hab da meine eigene. Astronomie, Alter. Aber die hole ich mir trotzdem. Mann, ey, das ist wieder so eine. Doch vorher gewusst. Warum kann ich mit denen nicht darüber reden? Das verstehe ich nicht. Was den Handel mit Gurax angeht. Was hast du mir zu berichten? Ich habe mich mit Gurax auf einen Preis für die Weinlieferung einigen können. Ausgezeichnet. Das sind sehr gute Nachrichten. Und wo ist der Wein? Meinem Wissen nach müsstest du mindestens 25 Flaschen bei dir haben. Hier sind sie, alle bis auf die letzte Flasche, alle in sehr gutem Zustand. Ausgezeichnet. Meine Intuition hat mich nicht im Stich gelassen. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und nun lass uns über die genauen Handelsbedingungen reden. Auf welche Summe hast du dich mit Gurax einigen können? Ich glaube da nicht dran. Ich habe Gurax etwas über 300 Münzen bezahlt. Oho, gar nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass dir so ein Erfolg beschieden sein würde. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Nun gut, nimm meinen Glückwunsch entgegen. Ich habe es selbst. Was ist mit meinem Anteil an diesem Geschäft? Deinen Anteil hast du doch bereits in der Tasche. Das Gold, das dir vom Handel mit Gurax übrig geblieben ist, soll dein Lohn sein. Und was bekommt die Gilde? Die Gilde erhält die Gelegenheit, seinen Wein für einen niedrigen Preis zu erwerben. Deshalb war es ja auch so wichtig, den größtmöglichen Profit für uns herauszuschlagen. Aber Gurax kann den Preis einfach wieder erhöhen. Was dann? Glaube mir, das wird er nicht machen. Aus gewissen Gründen, die dich nichts angehen. Gut, wie du meinst. Gut so. Und nun lass uns über andere Sachen reden. Schlimme Zeiten sind das. Das mit dem Rezept wurmt mich gerade brutal. Ich glaube da nicht dran. Hast du noch eine weitere Aufgabe? Wie hast du das bloß erraten? Ich brauche wirklich deine Hilfe, aber dieses Mal ist die Angelegenheit unkomplizierter. Und worum geht's? Einer meiner Stammkunden hat mir den Auftrag erteilt, ihm einige sehr seltene Dinge zu besorgen. Genauer gesagt, handelt es sich dabei um drei Gegenstände. Und ich möchte, dass du sofort mit der Suche danach beginnst. Warum ich? Weil du ein Mann bist, so eine der nie dumme lange an einem und demselben Alter. Platz verweilt. Ständig verschlägt es dich dorthin, wohin der Wind dich trägt, habe ich recht. Naja, nicht immer, aber es kommt vor. Sage ich doch. Und für diese Suche brauche ich genauso einen Mann. Denn es wird nicht leicht sein, sie zu finden. Das kannst du mir glauben. Was sind das für Gegenstände? Es geht um drei sehr kostbare Inus-Statuetten, die aus schwarzem Nordmare-Marmor gefertigt wurden. Aus schwarzem Marmor? Ja, ganz genau daraus. Ich kann dir sagen, dass dieses Material äußerst wertvoll ist, denn man kommt nur sehr schwer daran. Und wenn man diesem Material noch eine schöne und elegante Form verleiht, wie ZB bei den genannten drei Statuetten, beträgt der Preis ein kleines Vermögen. Und dein Kunde ist bereit, so viel dafür zu bezahlen? Ja, es ist eine gewaltige Summe. Deshalb ist diese Bestellung auch so wichtig für uns. Ich verstehe. Und wo soll ich mit meiner Suche beginnen? Eine sehr gute Frage. Da war es wieder. Soweit mir bekannt ist, wurden die Statuetten vor einigen Jahren ins Minental gebracht, als Zahlung an die Erzbarone für eine große Ladung magischen Erzes. Ehrlich gesagt, habe ich nicht die geringste Ahnung, wer sie von ihnen unbedingt haben wollte. Bestimmt Scar oder Arthur. Aber anscheinend war einer der Barone ein richtiger Kunstliebhaber,
wenn er von König Robar ausgerechnet dies als Bezahlung forderte. Wie, direkt vom König selbst? Aber ja, was ist daran so verwunderlich? Schwarze Marmorvorkommen kann man nur auf dem Festland finden, in der Region von Nordmar. Und all die spärlichen Vorräte, die gefunden wurden, wurden umgehend in seine Schatzkammern verfrachtet. Doch damals war das magische Erz weit wichtiger für den König als irgendwelche teuren Spielzeuge. Denn nur damit konnten seine Paladine den Orkhorden standhalten. Deshalb hat er dem Handel auch, ohne groß nachzudenken, zugestimmt. Das glaube ich zumindest. Ich verstehe. Und du denkst, dass die Statuetten sich immer noch im Minental befinden? Wahrscheinlich. Zumindest hat nach dem Fall der Barriere niemand wieder etwas von ihnen gehört. Ich schätze, du solltest zuallererst dort mit deiner Suche beginnen. Aber bedenke, ich benötige unbedingt alle drei Statuetten. Nicht eine, nicht zwei, sondern alle drei. Komm also erst dann wieder zu mir zurück, wenn du im Besitz von allen drei Statuetten bist. Das ist mal wieder typisch. Gut, wie du willst. Drei. Dann eben drei. Ich hoffe, wir haben Glück und du findest sie. Ich werde mich nach Kräften bemühen. Aber ja. Was du nicht sagst. Zeig mir deine Ware. Ich hab dem alles Mögliche vertickt. Ach, oh Mann, aber das mit diesem Rezept. Ich verstehe das einfach nicht, dass ich jetzt die Alchemisten der Stadt nicht darauf ansprechen konnte, obwohl Neoras ja die Stadtalchemisten ja erwähnt hat. Das wundert mich gerade so intensivst, wie die Sonne gerade durch diesen Baumwipfel dort scheint. Jetzt fällt mir nur noch Riordian ein. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Und wenn Riordian da jetzt keine Dialogoption hat, dann... Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich dann noch danach suchen könnte. Oder wer was davon wissen könnte. Keine Ahnung. Also wenn Riordian da jetzt nichts hat. Ach, Schluck auf jetzt geht's los. Dann wird's Krütze. Naja. Werden auf jeden Fall jetzt hier erstmal schön sleepen. To the next morning. Und dann gehe ich einfach mal, ich porte mich direkt zum Steinkreis. Und laufe da den ganzen Weg zum Tal der Abauer. Und dann werden wir mal sehen, ob Riordian damit was... Ach, andererseits. Nee, das ist doch Bullshit, Alter. Ich sollte doch am besten mit Lida nochmal hingehen. Das wäre doch das Klügere, der klügere Pfad. Wisst ihr was, das mache ich. Ich werde mit Lee zusammen dahin gehen. Das ist viel smarter. Ja, das mache ich. Weil dann kriege ich gleich noch die Erfahrungspunkte dafür, dass ich mit ihm dahin gehe. Was für ein Wunder. Ist jetzt nur die Frage... Ja doch, ich kann schon mit ihm hingehen, weil der besitzt das Ornament ja schon. Ich muss ihm nur fragen, ob er denn mit mir dahin geht und dann müsste der eigentlich mit mir losmachen, weil die Vertretung habe ich ja schon organisiert bei Baltram. Das dürfte ja jetzt alles eigentlich kein Problem sein. Das sollte also so gesehen jetzt alles klappen. Na dann, Laris. Alter Gauner. Brechen wir auf, würde ich sagen. Der erzähle ich gar nichts mehr. Okay, lass uns gehen. Wohin? Er redet einfach zu viel. Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Was du nicht sagst. Ey, das ist Riordian ist, was das Thema angeht, jetzt wirklich meine letzte Hilfe. Meine letzte Hoffnung. Das habe ich in dieser Beziehung. Wenn er mir nicht weiterhelfen kann, dann bin ich, was das angeht, erstmal am Ende meines Lateins. Dann muss ich eure Kommentare abwarten. Das wird sonst echt Brühe. Ja, und die Sache mit dem letzten Sammlertrupp oder die zwei... Ich weiß jetzt halt nicht, wie viele noch übrig sein werden, aber ich nehme an, ein Sammlertrupp wird es noch sein. Mindestens.
Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Aber Land. Wo die sein könnten. Ich habe eine Vermutung, dass die halt wirklich im nordöstlichen Teil der Insel sind, aber... Wer sagt denn sowas? Da habe ich die noch nicht gefunden. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Wirklich? Naja, wir werden sehen. Vielleicht habt ihr es mir auch schon unter einer der letzten Folgen in die Kommentare geschrieben. Und dann kann ich ab der nächsten Folge schon direkt darauf eingehen. Wer weiß, das bleibt abzuwarten. Denn das ist heute erstmal die letzte Folge, die ich aufnehme. Dann habe ich hier, glaube ich, 6 Folgen oder was weiß ich aufgenommen. Das reicht dann auch erstmal. Und ich habe heute mehr als nur 6 Folgen Gothic gezockt, auf jeden Fall. Ja, und dann bin ich gespannt, was ihr bis zur nächsten Aufnahmesession an Kommentaren zusammengetragen habt. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Ja, er wollte mich umbringen. Sicher, er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Urkriegen. Was hat Kavalorn damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Lauf, Bitch. Ah, nein. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Das hatte ich im Stream dasselbe Problem damals gehabt, wo ich Gothic 2 normal gespielt habe. Der ist ja auch an derselben Stelle stehen geblieben. Ich dachte, hä? Wieso backt denn der da jetzt rum? Ich denke, warum rennt der nicht weiter? Und ich brauchte erstmal 10 Minuten... um rauszufinden, warum der da nicht weiterging, bis mir jemand mal im Chat das mal aufgelöst hat, dass ich dir einfach nur sagen muss, dass wir weitergehen sollen. So, dementsprechend. Wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich selber wieder das große Problem gehabt, dass ich nicht gewusst hätte, wie kommt der da jetzt weiter. Hä? Naja, aber zum Glück klappt das ja jetzt alles. Ja, wie gesagt, große Hoffnung liegt jetzt in Rejordian, wenn der mir nicht weiterhelfen kann. Mir fallen jetzt auf Anhieb keine weiteren Alchemisten mehr ein. Ich könnte vielleicht nochmal Xardas wegen der Sache ansprechen. Der könnte auch alchemistische Kenntnisse besitzen. Was ist los? Geht's noch? Ja, geht's noch oder was? Mach mal weiter hier. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Bin ich schon so weit über die Insel gerannt, dass so weit bist du in deinem Leben noch nicht gelaufen, ey. Du läufst immer noch vom Hafenkai zur Kneipe und wieder zurück. Tja. Ist ja die große Frage. Welche Alchemisten könnte es noch geben? Auf dem Großbauernhof gibt es niemanden, der Alchemie beherrscht. Da gibt's nur Sagitta. Sagitta. Neoras im Kloster. Rejordian bei den Wassermagiern. Wir haben eine Stadt, Salandrill, Ignaz und Konstantino. Das sind 6 Stück. Das sind 6 Alchemisten. Und die 3 aus der Stadt, mit denen kann ich nicht mal einen Dialog darüber führen. Das ist richtig belastend. Lex! Danke. Ich speichere hier erstmal kurz und werde gleich nochmal zu Innos beten. Und 200 Goldstücke spenden oder 100 oder was weiß ich, keine Ahnung. Also ich zweifle da gerade echt super hart dran. Oder ich muss nochmal zurück zu Baltüren und nochmal mit dem darüber reden, was Neoras und Sagitta gesagt haben. Aber das kann ich mir echt nicht vorstellen. Warum sollte ich das tun? Ich meine, ich habe keinen Eintrag im Tagebuch darüber, dass ich das tun soll. Das verstehe ich einfach nicht. Naja, ich lasse mich mal überraschen. Innos, du Arschgesicht. Du Geizknochen. Ich hasse dich. Nun gut. Dann lassen wir das jetzt erstmal mit dem Gebet. Und ziehen einfach so weiter. Aber Innos werde ich deshalb trotzdem beklauen. Diese ranzige Speckmade.
Apropos ranzige Speckmade. Ich habe vorhin noch, bevor ich noch aufgenommen habe, habe ich noch was gegessen und jetzt fühle ich mich selber wie eine ranzige Speckmade. So. Und ja. Super. Gut, ich danke bis hierhin fürs Zusehen. In der nächsten Episode geht es dann weiter, wenn ich dann nächste Woche wieder aufnehme. Und dann werde ich auch wieder Kommentare rausgefiltert haben. Vielen Dank für euren krassen Support immer wieder unter den ganzen Folgen. Schaut gerne bei meinem Warcraft-Let's Play vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Haut rein. Ich wünsche euch einen geilen Tag, einen geilen Abend. Macht's gut und ciao.